Leitungswasser. Das können wir als Kostenfaktor komplett abhaken. Kostet nur ein paar 0, Cent, so ein Liter Wasser. So, und dann Strom. Bei einer Klimaanlage, und da machen wir jetzt mal den direkten Vergleich, eine handelsübliche. Unter pearl.tv. Aber wir haben noch einen zweiten mitgebracht. Wir steigern uns ein bisschen von der Größe her. Hier sind wir jetzt bei kleinen bis mittleren Räumen. Das sehen wir schon an der Ventilationsfläche. Die ist wesentlich größer. Ebenfalls zuschaltbar in 3 Stufen. Menschen, die glauben, eine so Verdunstungsluftkühlung kann doch gar nicht funktionieren. Ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Immer und immer wieder mitbekommen, wie warm es einfach war. Und gerade dafür ist es ja jetzt auch gut, sich auch darauf vorzubereiten. Und ja. Diana hat schon den nächsten jetzt angemacht. Ja, sie genießt das jetzt auch hier, auch bei uns im Studio, jetzt gerade 23 Grad. Da kann man auch schon mal ein bisschen Erfrischung bekommen. Aber achten Sie mal auch auf die Haare. Und wir sind jetzt gerade mal bei Gebläsestufe 2 und 3 kannst du einstellen. Und dementsprechend wissen wir, dass dieser Verdunstungsluftkühler jetzt auch für größere Räume geeignet ist, weil hier auch wirklich alles hier verteilt wird. Also der ganze Raum von frischer Meeresbrisenluft durch. Da muss man nur aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand kriegt, weil man die Hitze eben nicht mehr so spürt. Das müssen Sie zu Hause nicht. Hier geht es darum, dass Sie die Hitze eben in den Griff bekommen. Und das funktioniert zu 100% mit einem solchen Verdunstungsluftkühler. Ich möchte Ihnen auch mal kurz erklären, dass Sie das alles, dieses Prinzip der Verdunstungsluftkühlung, schon mal am eigenen Leibe erfahren haben. Nämlich, als Sie das letzte Mal im Sommer baden waren. Erinnern Sie sich dran, rein ins Wasser, raus aus dem Wasser und plötzlich fängt man an zu frieren oder kriegt sogar Gänsehaut auf der Haut. Weil eben das Restwasser von Schwimmbecken auf der Haut verdunstet. Da wird sofort auf der Hautoberfläche Wärme entzogen und deshalb friert man oder bekommt Gänsehaut. Es gibt auch diesen Satz, den man allen Kindern schon mal gesagt haben, Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie Kinder haben, trocknet euch sofort ab, sonst erkältet ihr euch bei 30 oder 35 Grad. Warum? Weil dieses Prinzip der Verdunstungskälte zu 100% funktioniert und das ist hier umgesetzt in dieses große Gerät. Hier auch gerade mal 150 Watt Strombedarf, das ist immer noch weniger als ein Zehntel. Ein Ionisator ist mit drin und hier sehr, sehr laufleise, selbst in hohen Einstellungen, also in der dritten Stufe. Und einfach die Wellness-Oase, die Temperatur-Wellness-Oase, die man sich schafft. Wir kommen noch zu einem vierten Vorteil gegenüber zu einer Klimaanlage. Diesen Verdunstungsluftkühler oder alle Verdunstungsluftkühler darf ich auch im Freien benutzen. Also auch gerne mal Terrasse, wenn es da zu heiß ist.